Gerade eben Bereich sichern, jetzt wieder Bereich sichern. Aber Bereich sichern ist ja auch nicht verkehrt, solange irgendwie eine Abwechslung dabei ist. Vor allem ganz viel Geisel. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wenn du irgendwie in der Pause einen neuen Operator kaufen willst, weil du genug Ansehen zusammen hast, dann musst du mal Bescheid geben. Dann mache ich eine kleine Pause. Damit du shoppen gehen kannst. Ich habe heute meinen letzten Lebkuchen gegessen, der war so lecker. Also die Lebkuchen. Nürnberger Elisen-Lebkuchen. Haberlein-Metzger. Nee, Heberlein. Jetzt mache ich auch noch Schleichwerbung ohne Schleichwerbung. Ach nee, ohne Schleich, so rum. Oben. Waffenschränke. Wo ist jemand? Westen, der Westenmann und Kite. Kite ist schon entdeckt, Westen. Und Herzschlagmann. Keine Fallen, aber Grabschrau. 5 Sekunden bis Einsatz. Was? Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Wusste ich doch, dass jemand rauskommt. Deswegen habe ich hier schon geguckt. Das ist na. Gut. Hast du dich vorher bei mir entschuldigt? Oh. Nein! Die haben eine Kontaktgranate auf meine Kamera geschmissen. Ich könnte oben aufmachen, wenn Kite noch nichts angebracht hat. Mist, da ist Strom drauf. Und Maverick wird gleich gegrapscht. Gut, Grapschfrau wird beschossen, aber der ist noch nicht tot. Ja. Das Meeresspiegel, ich dachte, der wäre ein Kopf. Na, jetzt stirbt Glass ja auch noch. Jetzt kann Grabschfrau hier rüberrennen. Kacklautsprecher. Ich kann jetzt einfach von der anderen Seite hier rüberrennen. Grabschrau war gerade bei mir. Bei dir, okay. Hab jemand bei mir im Raum? Am gelben Ping ist jemand. Einer. Also weit weg von dir. Magazin wechseln. 1:30 noch. Entweder ist mein Typ wieder rüber oder er ist. Du bist tot? Noch hier. Grabschrau ist noch da, da traue ich mich nicht in die Kamera zu gehen. Ich muss hier raus. Kite ist das vor mir, Kite ist das vor mir. Ah, oh, ja. In dem Moment.
Die war genau neben mir, ich wusste es. Ja, ein Schuss. Instant getroffen. Hast du 100 Lebenspunkte? Da, weißt du noch, wie viele Lebenspunkte du noch hattest? Weiß ich nicht. Habe ich nicht gehört. Das Video verrät's, glaube ich, mit der Leiste oben. Tillmans de Toasty. Ich glaube, wir haben jetzt schon seit 7 Runden nicht mehr gewonnen. Müsste jetzt schon nur 7 stehen. Was? Da macht Frau Frost zu, okay. Twitch-Drohne kaputt. Okay, die spawnen hinten bei der einzelnen Kamera. Also hinten im Osten. Da, wo Alibi markiert hat. Zocken die zu dritt an dem Fenster. Die Decke brennt. Ach komm, Mann! Wie viel frisst die denn noch, ey? Meine Fresse, ey. Nein, jetzt hat dieses Fenster aufgemacht. Scheiße. Ah, zu spät geschossen. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren zur Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Die Gegner sichern. Ja, warum rennt der denn einfach rein? Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Die Twitch war's. Mission gescheitert. Na, ob die Glass und Chakal spielen wollten? Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Wieder oben Waffen im Schrank, Grabschrau haben sie. Ah, Mist, die hat mich. Ich glaube, wieder oben Waffen im Schrank. Ja, sind's auch. Du bist ja schon da.
Alle identifiziert. Das ist die Hauptsache. Und einen Schalldämpfer haben sie. Das klingt nicht wie die Grabschraubpistole. 5 Sekunden bis Einsatz. Die Kamera, die stillsteht von Chakal, die macht wieder Sprunggeräusche bei mir. Das Ding war schon an. Hab bloß gezögert, weil ich ein paar Köpfe abwarten wollte. Dein zum Beispiel. Alle Außenkameras kaputt. Die beiden rennen da schon rein. Grabschau ist schon hier. Oh, da hinten ist jemand, okay. Bei der Osttreppe. Ach komm! Mann, Alter, was ist denn jetzt los? Ja, klar, klar, logisch. Ja, anstatt die wecken, solltest du vielleicht mal gucken, was du machst, du Idiot, Alter. Oh. So, jetzt sehe ich beide Türen. Geht den Glas da hin. Mach dir groß Rauch und dann macht er nichts. Wo der hängt, der Chakal. Na, Ella. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Weiß nicht, was Glas da jetzt veranstaltet, Dass die sich nicht selbst mitgeschockt hat, die war so nah. An ihrem Ella-Kram. Seine Rauchgranaten hat er irgendwie auch nicht genutzt, bloß zum irgendwo anders hinrennen. Und ganz nebenbei haben wir, meine ich, die letzten drei Partien alle 0-3 verloren, also die letzten 9 Runden, mindestens. Die Serie wird auch reißen und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.